Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Treffpunkt Freizeit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wer es am vergangenen Wochenende irgendwie hat einrichten können, der hat den Blick gen Himmel gehoben. Denn es stand die partielle Sonnenfinsternis an, ein wirklich seltenes Himmelsspektakel. Das Tolle am Freitag, wir hatten traumhaften Sonnenschein, klaren Himmel und man konnte die Sonnenfinsternis wunderbar beobachten. Und genau das haben auch Grundschüler aus Ottobeuring getan, allerdings nicht einfach so, sondern unter fachkundiger Anleitung von der Allgäuer Volkssternwarte. Ein paar letzte Erklärungen noch von Harald Steinmüller, dem Vorsitzenden der Allgäuer Volkssternwarte. Dann geht's für die Viertklässler der Grundschule Ottobeuring ran ans Teleskop. Schon die ganze Woche hatten sie diesem Moment entgegengefiebert. Im Rahmen einer kleinen Projektwoche hatten die Kinder alles Wissenswerte über das Ereignis gelernt. Und zwar aus erster Hand von den Astronomen der Sternwarte. Wir haben in den einzelnen Klassen bzw. Jahrgangsstufen haben wir Vorträge gehalten über das Zustandekommen einer Finsternis, was da die Voraussetzung ist und was da genau passiert, auch speziell was heute passiert. Und wir haben dann natürlich auch explizit auch darauf hingewiesen, wie man dann am besten beobachten muss. Und natürlich, dass man nicht ohne spezielle Schutzbrille das Naturschauspiel verfolgen darf. Entsprechende Brillen gab es natürlich auch. Außerdem projizierte dieser kleine Spiegel die Sonne auf eine gegenüberliegende Leinwand. So konnte jeder auch ohne Schutzbrille den Fortschritt der Sonnenfinsternis beobachten. Die Zusammenarbeit mit den Experten der Sternwarte war für die Schule ein besonderes Highlight. Ja, die Kinder waren komplett begeistert, allein schon die Sonnenbrillen aufsetzen zu dürfen, die verschiedenen Stationen sehen zu dürfen und ja, und überhaupt, dass der Mond sich dermaßen vor die Sonne schiebt, das Ganze drumherum, da waren sie begeistert. Auch in der Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren waren inzwischen alle Teleskope gen Himmel gerichtet. Der technische Vorstand Tim Kaspers machte nicht nur einen Film vom Ereignis. Mit dieser Kamera schoss er eine Fotoserie vom Weg des Mondes zwischen Sonne und Erde. Das Ereignis wollte gewissenhaft festgehalten werden, denn so bald werden die Teleskope in Ottobeuren kein solches Spektakel mehr geboten bekommen. Die nächste partielle Sonnenfinsternis hier in Deutschland ist dann erst im Jahre 2021. Also braucht schon noch 6 Jahre, bis man die wieder sieht. Aber dann ist sie garantiert nicht so spektakulär wie die heutige. Wir haben ja heute 68% der Sonne verdeckt gehabt durch den Mond in der maximalen Phase. Aber dann 2021 werden nur noch ca. 7% bedeckt sein. Das ist dann eigentlich zu vernachlässigen. Und die nächste totale Sonnenfinsternis wird es hierzulande sogar erst im Jahr 2081 zu sehen geben. Umso größer war heute die Freude, das Ereignis bei bestem Wetter so schön verfolgen zu können. Was bleibt, sind faszinierende Fotos. Ja, das Wort Respekt, das wird heutzutage in vielerlei Hinsicht verwendet. Tatsächlich bedeutet das Wort Respekt eigentlich zurückschauen, also Rücksicht nehmen. Und um genau diese Rücksicht zu stärken, haben sich in Kempten jetzt mehrere hundert Menschen versammelt. Der internationale Tag gegen Rassismus. Ein Tag, der an das Sharpeville-Massaker in Südafrika erinnert und Menschen vor Augen halten soll, dass aus Rassismus hervorgehende Taten nicht mit unserer Gesellschaft zu vereinbaren sind. Deswegen wurden die Bewohner Kemptens aufgerufen, sich am Samstag auf dem Hildegard-Platz zu versammeln und vereint das Wort Respekt zu bilden. Auf den mit Kreide bemalten Buchstaben standen sie dicht an dicht und setzten damit ein Zeichen für Toleranz und Offenheit. Alle, die Aktion kommt von der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer- und Integrationsbeiräte in Bayern und vom Bündnis für Toleranz. Und in all den Orten, wo es Integrationsbeiräte in Bayern gibt, wurden wir eben angefragt, ob wir uns an der Organisation, an dieser Aktion beteiligen. Und wir haben dann nach kurzem Überlegen gesagt, jawohl, das machen wir in Kempten auch. Und die Kemptner Bürgerinnen und Bürger haben die Aktion in vollem Maße unterstützt. Statt den angekündigten 100 Menschen kamen rund 300 auf den Hildegard-Platz. Mit ihrer Anwesenheit wollten sie zeigen, dass sie für Toleranz und Solidarität stehen.
und bestärkten damit Oberbürgermeister Kiechle, der in seiner Ansprache betonte, dass es für Rassismus keinen Platz in Kempten gibt. Wir müssen die Dinge äußern, die uns wichtig sind. Das machen andere auch. Minderheiten, die jetzt nicht in unserem Sinne für das friedliche Zusammenleben einstehen, es sind ja ganz wenige, aber es gibt sie. Und davon muss man sich abgrenzen. Und deshalb ist es wichtig, wenn Bürgerinnen und Bürger in unseren Städten, in Bayern sind es ja noch einige andere auch, die hier mitgemacht haben, klar zusammenstehen und sich hier äußern und laut für Respekt untereinander auf die Straße gehen. Insgesamt nahmen an diesem Tag 15 Städte in ganz Bayern an der Aktion teil, unter anderem auch Memmingen und Lindau. Viele Menschen wollten zeigen, wie wichtig es ihnen ist, die kulturelle Vielfalt in ihrer Stadt zu wahren, dass sie keine Angst vor Zuwanderung haben und dass sie Rassismus keine Chance geben wollen, sich zu verbreiten. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass wir hier sind, oder? Wir wollen doch zeigen, dass wir nicht fremdenfeindlich sind und dass wir es gern haben, dass wir bunt sind, wirklich bunt in dem Fall. Gell? Warum? Ja, und ich bin der Schatzmeister der deutsch-israelischen Gesellschaft hier in Kempten und für uns war es ganz klar, dass wir auch unsere Mitglieder informieren und bitten zu kommen, was auch geschah. Finde ich ganz toll, dass es hier stattfindet, weil das Miteinander ist sehr wichtig, nicht das Gegeneinander. Um auch die Worte zu hören hier und dass wir auch dazu stehen für den Frieden. Respekt gegenseitig ist einfach ganz wichtig und ich glaube, man kann es gar nicht deutlich genug zeigen, dass wir alle Respekt vor jedem Menschen haben. Also ich komme aus Frankreich und nachdem da im Januar diese Sachen bei uns passiert sind, war es für mich ganz nötig und wichtig, daher zu kommen. Also das war halt ein ganz sichtbares Zeichen dafür, dass die Menschen sich solidarisch zeigen und vor allem Respekt äußern vor der Menschenwürde, vor den Freiheitsrechten, vor den Grundwerten unserer Gesellschaft. Und deshalb bin ich froh, dass so viele teilgenommen haben. Die Fotos, die in den teilnehmenden Städten von dem menschlichen Wort gemacht wurden, sollen jetzt so weit wie möglich verbreitet werden, um den respektvollen Umgang zwischen Menschen zu pflegen und zu fördern. Ja, es ist ein uralter Menschheitstraum, der Traum vom Fliegen. Schon Leonardo da Vinci machte sich Gedanken, wie man diesen Traum verwirklichen kann. Tatsächlich gelang es dann aber erst 450 Jahre später, dem deutschen Otto Lilienthal den ersten wiederholbaren Gleitflug durchzuführen. Und genau um dieses Thema, um diesen Traum vom Fliegen geht es derzeit auch in der MEWO Kunsthalle in Memmingen. Dort ausgestellt Objektkunst und Zeichnungen aus der Zeit der Flugpioniere. Jetzt müssen alle mit anpacken. Auch der Kurator der MEWO Kunsthalle in Memmingen hilft am Nachmittag vor der Vernissage mit. Er hängt die Fotografien von Gustav Messmer auf. Der Benediktinermönch wird auch der Ikarus vom Lautertal genannt. Lange nach der Erfindung der modernen Luftfahrt beschäftigte er sich, ähnlich wie da Vinci, mit muskelbetriebenen Flugmaschinen. Anlass für die Ausstellung war aber ein anderer. Also das Ganze fing an mit Max Beek. Ich hatte letztes Jahr seine Diplomausstellung an der Akademie in München gesehen. Und da hing eben dieses Flugzeug. Und ich habe es gesehen und dachte, das muss eigentlich hier in diesen Raum rein auch. Und hatte ihn dann gleich gefragt. Und dann wurde das einfach immer größer. Also dann kamen von ihm ja noch mehr Installationen dazu. Dann habe ich mir überlegt, wer an anderen Künstlern da gut mit reinpassen könnte, dass wir einfach dann eine schöne Ausstellung zusammenbekommen. Das größte Ausstellungsstück ist die sogenannte Braut von Giesing. Das Flugzeug sieht aus, als wäre es gerade im Landeanflug. So scheint es zumindest, wie es schräg im Lichthof der MEWO Kunsthalle hängt. Die Propeller drehen noch nach. Sie sind sogar zu hören. Gut einen Monat hat Max Beek an dem Flugzeug gearbeitet. Es besteht vor allem aus Styropor, Alurohr und Holz. Der Künstler versetzt den Betrachter und sich selbst in die Zeit des noch jungen 20. Jahrhunderts, als Piloten noch richtige Helden waren. Die Faszination bleibt bis heute. Das bisschen Ungreifbare und die Freiheit, das sind Abenteuer, die man erlebt. Es sind auch Gefahren, die man bewältigt. Und man kann auch schön manche Dinge hinter sich lassen. Um seine Kunst spinnt Max Beek Geschichten.
Auf seinen Fantasieflügen ist er dabei nicht allein. Sein Teddybär Betsy begleitet ihn. Ihre Flüge sind jedes Mal ein Abenteuer. Die begegnen einem eigentlich bei jedem Flug, sei es, ob man über den Atlantik fliegt oder über die Alpen. Das sind Gewitter, die aufkommen können. Das ist, wenn man einschläft über dem Atlantik, wo man auch nicht landen kann, nicht tanken kann, wenn man sich verrechnet irgendwie mit dem Benzin oder auch sich mal irgendwie falsch navigiert, dann kann das ein böses Ende nehmen. In den Zeichnungen von Ilja Kabakov lernen die Menschen das Fliegen. Und es dauert nicht lange, bis sie ihre neuen Fähigkeiten nutzen, um zu fliehen. So werden es mit der Zeit immer weniger, bis am Ende keiner mehr da ist. Dieses und viele andere Werke rund um das Thema Fliegen sind noch bis zum 7. Juni in der MEWO Kunsthalle in Memmingen zu sehen. Ja, und das war Treffpunkt Freizeit für diesmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf.